Ja, was ist, wenn? Um die Frage geht es auf dem spirituellen Weg. Was ist, wenn ich verpasse zu lieben? Ich brauch meinen Herzensweg, weil mein Herzensweg führt mich garantiert an Orte und zu Menschen, wo ich wachse. Das bedeutet, wo ich erblühe und megamäßig gefordert bin. Dort werde ich die entsprechenden Erfahrungen machen. Und wenn ich spüre, dass es weitergeht oder der Ortswechsel dran ist oder was auch immer sich verändern darf, beruflich oder sonstiges, dann ist es wichtig zu schauen, okay, wie kann ich das in die Wege leiten, weil das Leben möchte gerade was Neues von mir. Auch wenn alle anderen um mich herum denken, du bist doch verrückt. Dann sage ich, ja, ich bin verrückt. Und um das geht's. Das ist auch, warum ich heute Menschen begleite, um vor Eigenliebe verrückt zu werden. Weil wir einfach spüren, Leben ist nicht dieses Konzept, wie es zu laufen hat, so und so und so, sondern da, wo mich das Leben jetzt haben will. Und manchmal will mich das Leben an einem Ort haben. Manchmal will das Leben auch, dass ich mit einem Partner bis zum Lebensende bleibe. Und dann lebe ich das. Wenn es aber nicht so ist, dann trenne ich. Und dann gehe ich einen neuen Weg. Und das ist, was vielen Menschen so schwer fällt, weil wir uns automatisch mit Verlustängsten auseinandersetzen müssen, mit dem Alleinsein und sonstiges. Und ich habe aber gemerkt, es sind mittlerweile viel bessere Dinge nachgekommen als das, was ich mir früher gewünscht hätte für meinen Weg. Und es ist leichter geworden zu vertrauen, weil das, was ich heute leben darf, ist einfach ein Riesengeschenk. Hätte ich an den alten Dingen festgehalten, hätte ich das nicht so bekommen. Ja, du scheust da wirklich keine Unbequemlichkeit deiner Wege. Und das ist das, was ich eigentlich mit erwachte Beziehung leben meine. Nämlich zu sagen, ich entscheide mich genau dafür, egal wie unbequem der Weg ist, ich entscheide mich für Wahrheit und für meinen Weg und für das Richtige, so wie ich es gerade spüre. Und das Glück zwischendrin, das ist mal da und mal nicht, aber diese Aufrichtigkeit, meinen Weg zu gehen, die ist einfach das Wichtige. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, was du hier sagst. Jetzt muss ich ein bisschen provozieren. Ja, mach mal. Meine Frage ist, willst du glücklich sein oder willst du Wahrheit leben? Genau, das ist der Punkt. Nein, das Glück ist nicht haltbar. Es ist die Wahrheit, die haltbar ist. Ja. Und dieser Idealismus vom dauerhaften Ja. Glück, der macht uns fertig. Der Ja. trennt uns. Also Ja. sowohl gesellschaftlich, so auf die Art, ja, wenn du einen gewissen Status hast und so viel Geld und Absicherung, dann bist du glücklich. Merkt jeder, dass es nicht stimmt. Aber dann auch im spirituellen Sinne, sozusagen, wenn ich mich ganz entdeckt habe, wenn ich Erleuchtung erreicht habe, wenn ich die perfekte heilige Beziehung führe, wenn ich, es gibt auch so viele spirituelle Ideale mittlerweile. Dann bin ich glücklich. Und da ist insgeheim immer dieser Ego-Anspruch. Ich will aber, dass das Glück immer da ist. Immer. Ich will, dass all die Prozesse aufhören. Ich will auch keinen Schmerz mehr fühlen. Ich will einfach glücklich sein. Alles schön und gut. Wir dürfen Glück erfahren. Und das ist Teil des Weges. Und es ist so, so wichtig, dass dieses Hoch auch immer mal wieder weggeht und wir in tiefe Transformationsprozesse kommen, weil es gibt noch tiefere Ebenen in uns. Und genau das ist, was Spiritualität bedeutet. Spiritualität bedeutet, dieses eine Ding loszulassen, das hoffentlich alles beendet. Das ist eine der größten Illusionen auf dem menschlichen Weg. Wenn wir da hinkommen, uns zu öffnen für den Gesamtprozess dieses Lebens, mit allem, was dazugehört, und ich meine mit allem, und das ist gar nicht so wenig, dann kann das Göttliche sich in diesem Leben offenbaren, aber auf eine ganz eigene Art. Quiano, sagst du den Satz nochmal, dieses eine Ding loslassen, das alles aufhört oder so ähnlich hast du es gesagt. Der ist einfach köstlich. Ja, das ist, was ich durfte jetzt schon viele Menschen begleiten und ich weiß das ja auch von mir selbst. Unbewusst sind wir konstant auf der Suche nach diesem einen Guru oder nach der einen Methode. Irgendwo muss der Schalter sein. Irgendwo, da ist immer die Suche nach dem Ende. Was hier dahinter steht, ist eine Todessehnsucht. Die Sehnsucht, dass es aufhört und dass der Körper endlich weg ist und diese ganzen weltlichen Dinge und das wurzelt in gewissen Traumata. Wenn man das mit Menschen aufarbeitet, auch ich für mich bin dorthin gereist,
dann merkt man irgendwann, wenn diese Traumata bearbeitet sind, kommt das Ja zum Leben. Dann ist die Todessehnsucht nur noch eine Erinnerung. Aha, vielen Dank. Du hast mich dahin geführt, in diesem tiefen Nein zu meinem Schmerz. Und im Schmerz habe ich wieder Ja gesagt zu diesem Leben. Das ist, wenn man seine Traumata aufarbeitet. Und auch wenn viele jetzt denken, sie haben keine Traumata, die meisten Traumatisierungen wissen wir nicht mehr.